Die Katja, 20 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo Katja. Dein Thema. Und zwar, ich bin sehr frisch verheiratet. Mhm. Das ist eine 7-jährige Beziehung. Und ich liebe aber einen anderen Mann. Ja. Du liebst einen anderen Mann? Bist verheiratet? Ja, sehr frisch verheiratet. Wann denn? Seit wann? Ungefähr 10 Wochen. 10 Wochen erst? 10 Wochen erst, ja. Und wie lange liebst du diesen anderen Mann? Das hat sich jetzt über den Lauf der Zeit entwickelt. Ich habe den vor unserer Hochzeit kennengelernt. Das war nicht irgendwie, dass ich den von Anfang an gleich gemocht habe. Wir haben uns gut verstanden. Mhm. Dann über Handy hat sich das entwickelt. Wir haben uns ständig Nachrichten geschrieben. Mhm. Er hatte Probleme gehabt ein bisschen, da habe ich ihm geholfen. Also es hat uns alles ein bisschen zusammengeschweißt. Mhm. Wie hast du und wo hast du ihn denn kennengelernt? Durch meinen Mann habe ich den kennengelernt. Mhm. Ja. Also vor der Ehe schon, vor der Eheschließung. Vor der Eheschließung, ja. Mhm. Das heißt also, als du geheiratet hast, gab es schon diesen Mann. Ja, da waren die Gefühle aber noch nicht so stark. Aber die waren schon da, die Gefühle? Die waren schon da. Mhm. Ich habe versucht, die zu unterdrücken, weil ich gedacht habe, es ist vielleicht nur so eine Phase, weil kann ja mal sein. Du bist ja mit deinem jetzigen Mann auch schon lange zusammen, ne? 4 ja. Jahre, das ist dann sieben. So eine... Sieben. Ich hatte 4 verstanden. Das heißt, das ist ja dann eine regelrechte Jugendliebe. Ja, genau. Ja. Wie sieht denn jetzt die Liebe zu diesem neuen Mann aus? Wird die gelebt oder findet die nur in deinem Inneren statt? Also, das ist das, was ich mir halt selbst nicht beantworten kann. Ich muss schon den ganzen Tag an ihn denken. Mhm. Und sobald von ihm eine Nachricht kommt, da geht es mit mir durch und durch. Dann haben wir jetzt auch 2-mal telefoniert, da ist das... Wir können über alles reden, das ist absolut kein Problem. Nein, ich meine es ganz praktisch, ganz faktisch. Habt ihr miteinander schon Sex gehabt? Nein, nee, das noch gar nicht. Das ist, wir haben uns 2-mal gesehen bis jetzt, der Rest hat sich über Telefon alles entwickelt. Ach so. Jetzt so, dass ich mit ihm Sexhose hatte, nee, das war noch gar nicht. Wie sind denn seine Verhältnisse? Ist er auch in festen Händen? Nicht mehr, nee. Nicht mehr? Mhm. Da ging es ihm damals ein bisschen schlecht und habe ihn halt gut zugesprochen und... Mhm. Das hat uns halt auch ein bisschen zusammengeschweißt. Hat er dir denn auch schon so eine Art Liebeserklärung gemacht? Oder hat er? Hat er. Und du ihm auch schon? Ja, schon doch. Mhm. Und dadurch, dass er es mir gesagt hat, konnte ich es ihm sagen, weil ich habe es mir nicht getraut. Mhm. Weil ich mir gedacht habe, gut, wenn es nicht ist, dann will ich ihn als guten Freund behalten. Wie kommt es denn, dass ihr euch dann noch nie, oder 2-mal, also noch nie nicht, aber sehr selten gesehen habt bisher? Wir wohnen ungefähr 40 bis 50 Kilometer auseinander. Ja. Ich bin arbeiten und ich habe halt kaum die Möglichkeit, zu ihm zu fahren. Ja. Ich war bis jetzt mit einer Freundin bei ihm gewesen, aber war halt auch nicht so, weil man konnte auch nicht über alles so reden. Ich meine, meine Freundin weiß zwar Bescheid. Mhm. Wie ist denn das Gefühl im Moment? Was sagt dein Herz denn zu deinem Ehemann? Im Moment gar nichts. Gar nichts? Nee, ich muss dazu sagen, ich habe ihm auch gesagt, dass ich ihn nicht mehr liebe. Du hast deinem Mann gesagt, dass du ihn nicht mehr liebst? Ja, es ist im Moment sehr viel passiert. Er ist seit 9 Wochen ist er im Ausland. Die ersten 2 Wochen sind davon relativ gut gelaufen, aber dann, er hat mich nur am Telefon runtergemacht, hat mich nur beschimpft und was weiß ich nicht. Dann habe ich ihm halt auch am Telefon gesagt, dass ich ihn vermisse und da kam nichts von ihm rüber. Wenn irgendwas gewesen ist, hat er aufgelegt. Also Katja, dann geht es mir nicht in den Kopf, dass ich glaube, dass es diese Probleme oder dass so etwas ja auch schon in der Luft gelegen hat vor eurer Hochzeit. War es auch. Bloß ich wollte nicht warten. Das Problem ist, ich habe ihm vor der Hochzeit gesagt, lass uns doch vielleicht doch noch lieber warten, das war alles zu überstürzt. Ja, klar. Vielleicht lass uns das halbe Jahr abwarten, es ist vielleicht besser. Mhm. Und da hat er zu mir gesagt, entweder jetzt oder gar nicht alles vorbei. Und da war ich in dem Moment wahrscheinlich... Das ist natürlich völlig, völlig idiotisch. Ja, ich weiß. Dass man sich dann unter Druck setzen lässt auf der einen Seite. Er kann mich sehr gut unter Druck setzen. Oder dass man auf der anderen Seite irgendwie denkt, durch diese... Als würde ein neuer Zauber ausgelöst in dem Moment, wo man heiratet und alle Probleme sind vom Tisch. Das ist natürlich völliger Blödsinn. Ne? Nein. Ich sage, wir haben schon viele Jahre Probleme. Ich habe ja auch schon... Katja, ich will dir mal sagen, ist vielleicht aber auch normal, wenn man so eine... Ich sag mal, ist ja fast eine Kinderbeziehung. Du warst 13. Ja. Ist ja Wahnsinn. Du warst 13, als du mit ihm zusammen warst. Das ist dein erster und einziger Mann bisher wahrscheinlich. Genau. Ne? Ja. Ja.
dass da, wenn man dann so 20 wird, Anfang 20 wird, dass da Probleme auftauchen und dass man vielleicht auch mal jemand anderen kennenlernen möchte und auch andere Erfahrungen sammeln will, das ist eigentlich völlig normal. Also großer Fehler war, dass ihr geheiratet habt. Ich weiß, so, das ist mir mittlerweile bewusst geworden. Ja, so, nun gucken wir mal den Tatsachen in die Augen, ins Auge. Du bist zwar verheiratet, aber da ist jemand anderes, zu dem du Liebesgefühle entwickelt hast, wo so eine Verliebtheit ist, obwohl du noch gar nicht viel mit dem direkt zu tun gehabt hast. Genau. Und ein anderes wichtiges Faktum ist, dass du sagst, ich liebe meinen Mann nicht mehr. Genau, so ist es. So, was machen wir? Ich habe Angst, er kommt ja nun morgen nach Hause, wie das wird. Ich habe totalen Horror vor der Woche, weil ich genau weiß, der versucht mich wieder einzulullen und ich will mich aber nicht einlullen lassen. Also ganz, ganz klar ausgedrückt heißt es, ich will von dem Mann weg. Stimmt das? Eigentlich ja, aber ich habe Angst davor, weil halt auch die vielen Jahre da dran hängen. Ich weiß, ich habe, bei mir im Kopf ist total leer, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Der andere hat zu mir zwar auch gesagt, er wollte mich dabei unterstützen. Weißt du, Katja, im Moment ist für mich der andere gar nicht so wichtig. Ja. Für mich ist wichtig, dass du sagst, hier, ich liebe meinen Mann nicht mehr. Ich bin verheiratet seit ein paar Wochen. Den kenne ich schon seit 7 Jahren, aber ich liebe den nicht mehr. Das ist für mich die primäre, ganz wichtige Aussage an dem, was du sagst. Ja. Das heißt, auch wenn du jetzt zusammenschreckst, auch wenn du sagst, ich habe Angst davor und das ist für mich jetzt erstmal eine Katastrophe, letztendlich heißt das, dass du dich von deinem Mann wirst trennen müssen. So, das ist erstmal die große Hauptaussage über die nächste Zeit deines Lebens. Das stimmt. Das Problem daran ist, wo ich ihm gesagt habe, dass ich ihn nicht mehr liebe, hat er in den 7 Jahren vielleicht 2. Mal geweint. Ich kenne das nicht von ihm. Das geht einem ans Herz. Ja, ich sag mal, es tat mir in dem Moment leid, aber es war jetzt nicht so, dass ich durch Telefon gesprungen wäre und hätte ihn in den Arm nehmen müssen. Mhm. Er hat dann bloß diesen Satz gesagt, ich entschuldige mich für alles, ich kann auch für nichts garantieren. Also er würde sich sogar was antun, das ist das. Ja, nee, komm, da wollen wir uns gar nicht jetzt erpressen lassen mit Antun und so. Das ist immer das Mieseste, was jemand sagen kann, der verlassen wird. Das ist wirklich ganz, ganz dämliche Erpressung, sagen wir mal so. Ja. Ne? So darf man nicht mit jemandem umgehen, den man angeblich liebt. Da muss man auch die Größe haben und das respektieren. Natürlich ist das rührend, wenn der weint. Und wenn ihr euch so lange kennt, ist da ja auch eine Freundschaft entstanden zwischen euch beiden. Und das ist halt das Gefühl, was ich im Moment mehr habe, dass er für mich mehr Freund ist als ein Partner. Ja, aber weißt du, Katja, du sagst alles, was in die Richtung geht, trennen. Der ist Freund als Partner. Ich liebe ihn nicht mehr, die Liebe ist erloschen. Mein Herz schlägt einfach zu einem anderen Menschen hin. Genau. Du musst es schaffen, dass du auf Distanz und auf Trennung zu dem Mann kommst. Plus, wie soll ich es machen? Ich weiß absolut nicht, wie ich es anstellen soll. Also ich würde dir raten oder würde auch euch raten, da euch das beide... Wie alt ist er denn eigentlich? 24, also auch noch sehr jung. Ich würde euch beiden raten, dass ihr, um jetzt diese Notsituation, wie sie ja nur entstanden ist, einigermaßen irgendwie in den Griff bekommt, dass ihr beide zu einer Eheberatung geht. Dass ihr mit einem neutralen Menschen da zusammensitzt und der das so ein bisschen koordiniert. Wenn er da nicht hingehen will, wenn er sagt, das ist nichts für mich. Das wird er hundertprozentig sagen. Katja, dann gehst du alleine dahin. Dann gehst du alleine dahin und hast auch eine Hilfestellung und jemanden, mit dem du das klar alles besprechen kannst, wie du dich weiter verhalten sollst. Ja. Okay? Okay. Und ich würde dir gerne jetzt auch nochmal meine Psychologin geben. Das ist schön. Dann kann sie dir die ein oder andere Adresse noch weiter vermitteln und auch ihr könnt auch noch ein paar Worte sprechen. Ja. Okay, du legst alles auf und Elke ruft dich an. Okay, ich danke dir. Katja, alles Gute. Danke. Tschüss.